Die Natur ist etwas Tolles. So wunderschön sie aber auch sein mag, manchmal hat sie Eigenarten an sich, die uns Menschen nicht immer wohlwollend gegenüberstehen. Johann Heinrich Pestalozzi sagte einmal: Früher oder später, aber gewiss immer, wird sich die Natur an allem Tun des Menschen rächen, das wieder sie selbst ist. Und daher das immer gerade sehr aktuell ist, dachte ich mir, ich berichte euch heute mal von den 5 Hurricanes, die die meisten Opfer forderten. Platz 5. Hurricane Fifi. Unser Platz 5 heute klingt nicht sehr angsteinflößend oder gefährlich, wenn man mal von der Hurricane-Bezeichnung absieht. Doch Hurricane Fifi hat mehr Menschen auf dem Gewissen als die Stürme Alan, Camille, Gilbert, Wilma und Ivan zusammen. Außerdem forderte er 4-mal mehr Opfer als Hurricane Katrina. Er wütete vom 14. bis zum 24. September 1994 in Honduras. Außerdem richtete er einen Gesamtschaden von über 1,8 Milliarden US-Dollar an und ist somit der viertschlimmste Sturm der USA. Platz 4. Hurricane Galveston. Er forderte die drittmeisten Todesopfer in der Geschichte der USA. Am 8. September im Jahre 1900 erreichte dieser Hurricane mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern die texanische Stadt Galveston. Manche Quellen gehen von 6000 Opfern aus, andere von 12.000, jedoch gehen von den meisten Berichten eine Schätzung von ungefähr 8000 Toten aus. Der finanzielle Schaden belief sich damals auf ca. 20 Millionen US-Dollar. Das wären heute umgerechnet maximal 17,9 Milliarden Dollar. Jedoch sind die umgerechneten Werte hier sehr schwammig. Platz 3. Hurricane Mitch. Vom 22. Oktober bis zum 8. November 1998 wütete Mitch mit einer Spitzengeschwindigkeit von 285 Stundenkilometer in Mittelamerika. Am schlimmsten getroffen wurden dabei Honduras und Nicaragua. Aber auch El Salvador und Guatemala wurden schwer getroffen. Nach 10 Tagen Dauerregen brach der Vulkankrater Castias auseinander und die Schlammlawine verschüttete 1500 Menschen. Bei den Überschwemmungen starben 4000 Menschen und 7000 weitere werden noch immer vermisst. Mindestens 19.000 Menschen verloren damals an Hurricane Mitch ihr Leben. Platz 2. Der große Hurricane von 1780. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ereignete sich dieser Hurricane um 1780. Genauer gesagt vom 10. bis zum 16. Oktober. Er raste mit einer geschätzten Windgeschwindigkeit von ca. 320 Stundenkilometer über Martinique, St. Eustatius und Barbados hinweg und machte Barbados fast völlig dem Erdboden gleich. Er forderte über 22.000 Opfer und ist somit bislang der tödlichste atlantische Hurricane. Platz 1. Der Bola-Zyklon. Am 12. November 1970 ereignete sich in Ostpakistan der wohl schlimmste aller Stürme, der je aufgezeichnet wurde. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 185 km pro Stunde und einer Spitzengeschwindigkeit von 205 km pro Stunde ist er zwar nicht der schnellste, jedoch war er der zerstörerischste aller Stürme und forderte zwischen 300.000 und 500.000 Opfern. Außerdem entstand ein Gesamtschaden von umgerechnet ca. 500 Millionen US-Dollar. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Weird World gefallen. Ich jedenfalls war bei der Recherche schon ziemlich geflasht. Ich kann mich noch gut an Katrina erinnern und dachte eigentlich, dass Katrina mit in dieser Liste sein wird. Doch um Katrina in die Liste mitzupacken, müsste sie mehr als 10 Plätze haben. Lasst mir einen Daumen da und ein Abo, falls ihr das nicht schon habt. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Weird World.